Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend und vorsichtig. Knopf. Oh, ein Hebel. Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufusmanöver nach. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Nein, ich wollte doch noch eine Höhe. Kommt jetzt die extreme Action? Die was? Na, die Action. Ein super extremes Rufusmanöver. Ja, genau. Voll extrem. Oh, ich bin ja so gespannt. Kommt jetzt die extreme... Na, ein super... Oh, ich bin... aha, du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen. Wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonier als! Mist, die Kanone hat einen Linksstrahl. Na toll. Bitte die Mutter. Hui, verbrühen aber die Pumpen. Oh Gott. Was macht Rufus da? Noch schneller. Wahnsinn. Mein Mantel drängt zwar, aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier teilhaben darf. Schöne Errungenschaft. Ich bin seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt. Reine Propaganda. Darauf verwende ich meine Stiefel. Dein Spiel. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Oh Gott. Der Kutter. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um diesen Sachverhalt zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Auf jeden Fall Rufus gut vorausgelegt. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus, wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Und jetzt alle, Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Und ich höre dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen.
besonders die Ohren. Gold? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Wow. Es war schon irgendwie lässig. Wow. Ja, und lässig. Aha, eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nein. Nicht, dass ich noch. Falle. Ja, das kann er. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Was? Moment. Die haben nämlich auch diese besagten Extras. Langhaarschnabeltiere. Interessant. Gehen wir mal da hinein. Ganz lässig. Ach, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetaken. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, die haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürfen sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetaken. Alter, der ist doch zugekifft. Danke, mein Bester. Willst du andeuten, dass ich hier spukt? Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Das sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja. Außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Oh Gott. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Minnetekel. Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Seltsamer Ort für ein Hotel. Direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Ach, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? Ertappt. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo. Ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits. Das ist ja wie mit der Toilette in dieser Spelunke, ne? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen.
Der ist gruselig. Der ist einfach nur gruselig. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Die hält wohl das Schlüsselbrett vorne an der Rezeption. Oder die Uhr. Oder beides. Wer braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat? Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Heiße Luft. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Oh Gott. Gut, jetzt haben wir die Küche geplündert. Staub, den haben wir auch mitgenommen. Aha, wir haben Staub mitgenommen. Ich kenne da jemanden, der sofort reagieren würde. Staub. Es ist schrecklich, wenn man sich das Lachen verkneifen muss. Sieht alles sehr skurril hier aus. Wo auch immer Rufus hier für in einem komischen Hotel gelandet ist. Oh, da ist ein Ei. Schneeschnabeltier. Was ist das da? In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Aua. Ein Pelikan. Hm. Ein Pelikan? Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Achtweilige Heizung. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Ich werde erstmal zurückgehen und nach Ehren suchen. Zwei haben wir schon. Und ich werde dich ja wieder am Anfang irgendwo welche liegen lassen. Aber mir muss man doch sowas sagen, was ich suchen muss. Zwergschnabeltier. So. Zu den Zimmern. Was geht denn hier ab? My Lord. Okay. Hallo, ihr freundlichen Kapuzenmänner. Ihr habt das Ei gesehen. Sicherlich völlig gewaltfreien Organisationen angehören. Steht ihr hier für die Waschmaschine an? Psst, ihr könnt mich doch sicher vorlassen, oder? Ihr nehmt euch einmal unheimlich für... Klar, kein Problem, Kumpel. Cool, dann kann ich ja sicherlich kurz mal eben... Verdammt. Da ist das Ei. Wollschnabeltier. Besetzt. Hört denn die Kackerei bald auf? Hetzt mich nicht. Ich leide an einer schweren Temporaldiarrhoe. Temporaldiarrhoe? Ja, ich bin ein Zeitreisender. Du meinst, du kommst aus der Zukunft? Quatsch.
Es gibt keine Zukunft. Ich komme aus der Vergangenheit, um mir den Weltuntergang anzuschauen. Geht das schon wieder los? Dann bist du hier falsch. Ich bin der, der diesen Weltuntergang nämlich verhindern wird. Oh, es wäre zu freundlich. Ich stecke hier nämlich fest. Wieso? Ist deine Zeitmaschine verstopft? Nicht ganz. Das Klopapier ist alle. Das war ironisch. Ich glaube dir natürlich kein Wort. Naja, das war auch nicht die komplette Wahrheit. Wusste ich's doch. Eine Rolle Klopapier ist hier noch, aber sie ist rau wie Sandpapier. Und ich habe während des drexikanischen Bürgerkriegs Chili gegessen. Oh. Chili im Bürgerkrieg geht gar nicht. So, zu den Zimmern. So viele Zimmer. Gut. Zimmer, Tür. Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türen. Ach du Heiliger. Wir tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Und ein dumpfes Klopfen wird seiner Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, äff mich nicht nach, du. Moment mal. Oh, war ja. Ich kenn dich. Du bist... sehr beschäftigt. Nein, du bist das Pfeifenkopfmännchen. Der Wahrsager aus Porta Fisco. Bin ich nicht. Oh, du lügst. Was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hm. Oh, weia. Da ist also der Wahrsager wieder. Hatte er nicht von Goal-Lines auf die Nase gekriegt im letzten Teil? Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte geprobt. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türe? Bitbo der Zerstörer, König der Komödianten. Da, 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 da. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Du, 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 du. Bipo, bipo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Louis? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Ich mag ihn. Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug "Das Ende ist nah" eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Du kennst nicht zufällig diese Typen aus dem Wäscheraum. Ich weiß nicht, von wem du redest. Ja, sie tragen Kerzen, singen Molltonleitern. Und sie tragen dieselbe Kutte wie du. Also um die würde ich mir keine Sorgen machen. Wahrscheinlich nur ein ganz harmloser Gesangsverein. Sie haben ein Pentagramm auf dem Boden gemalt. Ein Quintenzirkel? Keine Frage. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Eine
Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Weltuntergangssekte. Alles klar, also bei dem ist irgendwie eine Schraube locker, oder? Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt. Es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt ich alles besser, ihn. Was? Berufskrankheit. Besser durch Berufskrankheit. Auch mal schön. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein, ihr wollt nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht. Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert.